Herzlich willkommen bei der N20 Bautenfahrer. Das waren jetzt leider 20 Sekunden zu spät dran, denn der hat gerade das Treppenelement runtergelassen. Das hätte ich gern noch gefilmt. Naja, also. Damit wissen wir zumindest, was der hier macht. Denn auf beiden Seiten, auf beiden Enden der neuen Hallische Staatsgalerie gibt es ja Treppen. Und die hier haben wir gut beobachtet beim Bau. Die andere Seite weniger. Also wer zum Beispiel heute auf der Webcam gesehen hat, dass hier der große Autokran am Werk ist, jetzt ist das Rätsel gelüftet. Was macht die B14? Die löst sich so langsam auf. Zumindest an den Stellen, an denen sie das soll. Winkelwandelemente haben wir gestern beobachtet beim Einbau. Und jetzt geht's weiter hinter mir. Schauen wir uns gleich mal an. Vorher noch ein Blick hier rein. Also, das wurde offensichtlich heute Vormittag gemacht und gerade eben schwebte es noch am Kran. Das Treppenelement, jetzt liegt es schon drin. Nicht so schlecht erwischt, auch wenn wir 20 Sekunden früher lieber gewesen wären.
okay, ich nehme euch mit runter. Ich lasse die Kamera noch ein bisschen laufen, denn hier der Einblick in den Anschluss vom alten Nesenbach-Kanal ist doch interessant. Vorher nochmal ein Zoom auf die Arbeiten an der Hutze K4. Und hier ist dann die nächste Kehlstütze. Ups, zu weit. Hier drin hinterm Baum. Also, da geht's dem Beton an den Kragen. Ich laufe gleich mal rüber auf der anderen Seite vom Planetarium, um BA19 zu beobachten. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Ciao.